So, wir bleiben beim Queer Amnesty Bundestreffen. Unsere Redakteurin Juliane, die war nämlich auch dort. Und sie hat dort Rupert interviewt. Der ist Sprecher der Themenkoordinationsgruppe von Queer Amnesty. Und es ist auch spannend, was er zu erzählen hat. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Rupert. Schön, dass du heute zum Interview dich zur Verfügung gestellt hast. Was ist denn überhaupt deine Aufgabe innerhalb von Queer Amnesty? Kannst du da kurz was zu erzählen? Ja, gerne. Also meine offizielle Bezeichnung, ich bin Sprecher der Themenkoordinationsgruppe Queer Amnesty. Was bedeutet das? Also wir sind ungefähr 8 Leute in meiner Gruppe. Meine Gruppe koordiniert die Arbeit zu queeren Themen, zu LGBTI-Themen, also zu Menschenrechtsverletzungen an Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Was Amnesty dazu arbeitet, das koordinieren wir, meine Gruppe, in ganz Deutschland, in der deutschen Sektion von Amnesty. Okay, alles klar. Und was war jetzt Teil eurer Arbeit vielleicht im letzten Jahr? Kannst du da was zu sagen? Also wir haben zu verschiedenen Regionen in der Welt gearbeitet. Meine Gruppe arbeitet logischerweise zu dem Thema auf der ganzen Welt. Wir haben zu Subsahara-Afrika gearbeitet, je nachdem, wo auch dann teilweise größere Probleme aufgetreten sind. Wir haben langfristige Fälle, die wir betreuen, zum Beispiel einen Mord an einer lesbischen Aktivistin in Südafrika. Wir haben aber auch Fälle, wo wir relativ kurzfristig zu Fällen arbeiten, die dann zum Beispiel aktuell bedroht wurden. Wir hatten einen Fall, kann ich als positives Beispiel jetzt vielleicht erwähnen. Ein Aktivist ist in Venezuela und der wurde inhaftiert wegen fadenscheinigen Vorwürfen von der Regierung. Er ist von der Oppositionspartei. Und eben vor 2-3 Tagen erst wurde der Aktivist freigelassen. Das war ein sehr schöner Erfolg für uns. Und wir haben uns natürlich sehr gefreut. Und es ist ein tolles, positives Beispiel dafür, wie sich eben die Arbeit von Amnesty auch lohnt, dass man Menschen damit zeigen kann, es bringt wirklich was, wenn ihr Leute eure Unterschrift auf diese Petitionsliste setzt. Man denkt immer, mein Gott, was bringt das? Ein paar Zeichen, eine kleine Unterschrift, aber es hat gewirkt. Es hat diesen Menschen zuerst mal ins Krankenhaus gebracht. Er hatte massive gesundheitliche Probleme und wir haben mit einer ganz kurzfristigen Eilaktion geschafft, dass er tatsächlich dann doch in ein Krankenhaus verlegt wurde, obwohl ihm zuerst die medizinische Behandlung verweigert wurde. Und 2-3 Tage später nach dieser Verlegung ins Krankenhaus wurde er tatsächlich dann freigelassen. Es hat immerhin gut 1,5 Jahre gebraucht und wir haben sehr, sehr viele Unterschriften und Petitionslisten an die Botschaft von Venezuela hingeschickt und auch nach Venezuela viel kommuniziert. Aber wie gesagt, 1,5 Jahre harte Arbeit hat sich gelohnt. Ja, das ist natürlich immer toll zu hören, wenn die Arbeit dann auch Früchte trägt. Da gibt es ja noch ein ganz anderes prominentes Beispiel aus Norwegen, glaube ich. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen? Genau, also das ist eine transgeschlechtliche Person, John Jeanette. Diese Person hat ganz bewusst einen männlichen und einen weiblichen Namen für ihr Auftreten in der Öffentlichkeit gewählt, weil sie mit der derzeitigen Situation, wie die Gesetzeslage in Norwegen ist oder noch bis vor kurzem war, leider immer noch diskriminiert wurde. Ein kleines Beispiel, wenn John Jeanette in eine Apotheke geht in Norwegen, sie tritt offiziell auch in der Öffentlichkeit in weiblicher Erscheinung auf, aber sie hat auf ihrem Pass qua Gesetz immer noch einen männlichen Namen, auch einen männlichen Vornamen. Die Apothekerin guckt sie an, teilweise ist es John Jeanette auch passiert, dass sie belächelt, ausgelacht wurde, weil sie tritt nach außen hin als Frau auf, aber hat leider immer noch aufgrund der Gesetzeslage ihre ganzen Dokumente mit männlichen Vornamen. So, jetzt haben wir auch lange Unterschriften gesammelt. In der Öffentlichkeit wurde viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Es wurden auch viele Lobbygespräche geführt mit der norwegischen Regierung. Da hat sich die Arbeit auch wieder gelohnt. Und es wurde dem norwegischen Parlament eine Vorlage für ein neues Gesetz vorgelegt, das dann verabschiedet werden soll. Und nach diesem Gesetz hat dann eben Menschen wie John Jeanette ist ja nur ein Beispiel von vielen und nicht mehr unter dieser Diskriminierung zu leiden. Ja, dann schon mal vielen Dank für den kleinen Einblick in deine Arbeit. Kannst du noch so einen kleinen Ausblick geben, was erwartet irgendwie Queer Amnesty im nächsten Jahr? Was passiert momentan?
ein Thema, das viele Menschen in Deutschland bewegt, aber nicht nur in Deutschland, sondern eben auch weltweit, ist das Thema Flucht, Migration. Und wir haben jetzt gerade eine Kampagne weltweit von Amnesty, wo wir mit unserem Thema auch mit drin sind, weil in vielen Ländern eben Menschen aufgrund auch ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung so stark diskriminiert werden, dass sie fliehen müssen. Und wir haben eine Kampagne, die befasst sich mit Menschen in Mittelamerika, die dort auf der Flucht sind, hauptsächlich aus den Ländern El Salvador, Guatemala und Honduras. Und wir haben ein Beispiel von einer transgeschlechtlichen Person in El Salvador, die geflohen ist nach Mexiko, dort abgelehnt wurde. Ihr hat man dort das Asyl verweigert, leider in Mexiko. Und die ist jetzt leider schon wieder kurz davor, sich auf die Flucht zu machen nach Mexiko. Ja, diese Frau Patricia als ein Beispiel von vielen Tausenden, was ein Beispiel ist für Menschen, die unter massiver Diskriminierung leiden, die deswegen auf der Flucht sind. Und die Konsequenzen werden wir wahrscheinlich in Deutschland jetzt auch natürlich zu spüren bekommen mit den vielen Flüchtlingen, die natürlich auch aus solchen Gründen nach Deutschland gekommen sind. Genau, die deutsche Sektion arbeitet sehr viel zu dem Thema auch und wir versuchen die Situation erstmal für Geflüchtete hier vor Ort in Deutschland zu verbessern, aber auch die Situation für die Menschen in den Herkunftsländern zu verbessern. Wir haben eine Aktion für Menschen in den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, wie zum Beispiel Tunesien. Die Situation dort ist extrem schlecht für zum Beispiel Schwule und Lesben dort. Und deswegen haben wir eine Aktion, die sich dafür einsetzt, den kriminalisierenden Paragraphen im tunesischen Strafgesetzbuch abzuschaffen. Okay, vielen Dank dir. Super, dass du uns so einen guten Einblick in deine Arbeit geben konntest. Und wie kann man euch sonst jetzt noch unterstützen, Queer Amnesty als Organisation? Also was natürlich eines unserer wichtigsten Arbeitsmittel ist, sind unsere Petitionslisten. Die kann man sich im Internet herunterladen, queeramnesty.de. Dort einfach auf dem Bereich Aktionen gucken. Das ändert sich logischerweise immer sehr schnell. Und da kann man die aktuellen Kampagnen, kann man sich Petitionen oder Beispielbriefe an die jeweiligen Behörden runterladen. Leidiges Thema Geld. Wir brauchen natürlich, wie alle NGOs, brauchen wir auch Geld. Wer möchte, wer kann, ist herzlich willkommen für uns zu spenden. Und Öffentlichkeitsarbeit. Also ihr könnt gerne euch an unseren Aktionen beteiligen, Stände machen, Filme besuchen, was wir immer unsere lokalen Gruppen in den jeweiligen Städten anbieten. Super, vielen Dank.